Wie die Bilder sich gleichen, nach Apple lieferte auch Nokia solide Quartalsergebnisse ab und trotzdem wurden beide Aktien abgestraft. Offenbar waren die Erwartungen der Anleger zu hoch. Gestern bereits nach Börsenschluss hatte Apple ein Rekordquartal abgeliefert, allerdings insbesondere mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Bei Nokia, da kehrte man erstmals seit längerer Zeit wieder in die Gewinnzone zurück. Allerdings kürzt das Unternehmen die Dividende bzw. streicht sie komplett, da es Liquidität sparen möchte für die weitere Entwicklung des Handymodells Nokia. In beiden Fällen ging es mit den Aktien deutlich nach unten. Bei Nokia sehen wir aktuell ein Minus von 7,5%. In einer ersten Reaktion hatte der Kurs sogar positiv reagiert, war bis auf 3,60 Euro gestiegen, um dann deutlich auf gut 3 Euro zurückzufallen. Aktueller Kurs 3,23 Euro. Bei Apple gestern nachbörslich bereits ein dickes Minus. Heute gab es im europäischen Handel ein paar Erholungsversuche, aber unter dem Strich liegt der Kurs jetzt im Nasdaq-Handel ziemlich genau dort, wo er auch gestern schon nachbörslich gelegen hatte, nämlich bei einem Minus von 9,5%. Die amerikanischen Märkte sind übrigens sehr unterschiedlich in den Handelstag gestartet und auch das liegt insbesondere an Apple. Wir sehen beispielsweise beim Dow Jones Index ein Plus von 0,5%, beim Nasdaq, in dem ja Apple stark gewichtet ist, ein Minus von 0,2%. Der DAX am Nachmittag mit einer fortgesetzten Erholung, jetzt ganz in der Nähe seiner Tageshochstände, ein Plus von 0,5%, 7.743 Punkte. Erstaunlich dabei die Bewegung der Bankaktien. Heute Morgen gehörten sie noch zu den größten Verlierern. Mittlerweile die Deutsche Bank mit einem Plus von 2,6%, die Commerzbank mit einem Plus von 1,4%. Die Commerzbank hat Berichte bestätigt, denen zufolge bis zu 6.000 Stellen gestrichen werden sollen, insbesondere im deutschen Privatkundengeschäft. Und noch ein Faktor half dem Aktienmarkt heute auf die Beine. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen von der Einkaufsmanager-Seite. Vor allem in Deutschland ist der sogenannte Market Index deutlich gestiegen. Er liegt jetzt wieder bequem über der Marke von 50 Punkten. In der Eurozone ist das noch nicht der Fall. Ein Fall unter die 50-Punkte-Märkte signalisiert ja Rezessionsgefahr.